Pressekonferenz, eine Online-Pressekonferenz. Es ist für uns auch das erste Mal, dass wir das in dieser Form machen und noch dazu mit Kindern und Jugendlichen aus 5 Bundesländern, also von allen Ecken und Enden Österreichs. Wir haben von Vorarlberg Jugendliche dabei, wir haben ein Kind aus dem Burgenland dabei, wir haben eine Jugendliche aus der Steiermark, einige aus Wien und Tirol, ein Mädchen auch noch dabei. Also 5 Bundesländer, alles Kinder und Jugendliche im Sinne der UN-Kinderrechtskonvention. Morgen ist Internationaler Tag der Kinderrechte. Und hier wollen wir eben, wir, das Netzwerk Kinderrechte Österreich, Kinder und Jugendliche ganz klar noch einmal in den Mittelpunkt stellen. Kinder haben das Recht mitzubestimmen, also dass wir sie, wir Erwachsenen, sie um ihre Meinung fragen, ihnen zuhören und mit ihnen gemeinsam dann Entscheidungen fällen. Und das ist in Österreich leider noch immer nicht der Fall, dass das wirklich so funktioniert. Gerade wenn wir uns jetzt erinnern, in der Corona-Krise, wir haben Kinder und Jugendliche nicht gehört. Politiker, Politikerinnen haben ihnen auch nicht zugehört oder sie gefragt, wie sie denn jetzt Entscheidungen treffen würden wollen. Wie sie denn das jetzt sehen, dass noch einmal die Schulen geschlossen werden oder es eingeschränkten Schulbetrieb gibt. Und das wollen wir heute in dieser Pressekonferenz die Möglichkeit bieten, dass wir Kinder und Jugendliche selber reden lassen. In diesem Sinne mache ich jetzt auch hier einen Punkt. Und wir haben ein bisschen an Informationen zu den Kindern und Jugendlichen schon an die Medienvertreter, Vertreterinnen hier geschickt. Und wir haben vorher mit ihnen gesprochen, mit den Kindern, und würden jetzt als erstes mal die Carmen bitten, dass die Carmen uns erzählt, wie es ihr denn jetzt gerade geht und wie jetzt bei ihr der Alltag ausschaut und was sie denn so braucht, so gut leben können. Carmen, bitte sehr. Ja, hallo, ich bin die Carmen und komme aus dem Vorarlberg, bin 16 Jahre alt und ja, bin jetzt schon seit 2 Wochen wieder im Homeschooling zu Hause und finde ich nicht leicht, weil ich ja den ganzen Tag vorm Bildschirm sitze, vorm Computer und Aufgaben für die Schule erledige. Und ja, es ist schwer, weil man auf sich selbst eingestellt ist und so diszipliniert dran bleiben muss, konsequent arbeiten muss und eigentlich ja keinen Ausgleich hat zu dem, weil du eigentlich nur Schulsachen zu tun hast. Und ich finde schon, dass meine Schule speziell das gut hinbekommt, nur die Lehrer geben schon oder halt geben schon zu viel Aufgaben manchmal und das ist halt schwer einzuteilen. Vor allem, weil ich wirklich jeden Tag bis zum späten Nachmittag arbeite und am Wochenende auch. Und ja, und man kann aber trotzdem nicht die gleichen Ergebnisse bringen, wie man jetzt, wenn man in der Schule sitzen würde. Und ja, finde ich nicht leicht. Und also ich habe ein Glück, dass ich mein Zimmer habe und einen Computer habe, wo ich drauf arbeiten kann. Und auch, dass ich mit meiner Familie mich gut verstehe, damit das alles gut läuft. Also das einzig Positive daran finde ich, dass ich andere Sachen ausprobieren kann. Und dass ich vielleicht andere Sachen lerne, die ich jetzt in der Schule nicht unbedingt lernen würde. Aber im Großen und Ganzen ist es schon schwer, weil ich meine, so mein alltägliches Gleichgewicht, das ich normalerweise habe, jetzt nicht mehr habe. Und ja, was ich schwer finde, ist auch, dass ich nichts planen kann für später, dass ich keine Perspektive habe in die Zukunft und nicht unbedingt weiß, ja, wie es weitergeht. Es ist so von Tag zu Tag das Gleiche und aufstehen, vom Computer sitzen, arbeiten, am Abend ausruhen, dann wieder schlafen und halt immer wieder das Gleiche und das ist mühsam. Genau. Ja, vielen Dank. Carmen, gibt es was, wo du sagst, das war vielleicht auch gut oder irgendetwas, was in der jetzt veränderten Situation vielleicht auch was Positives sein könnte? Also bei mir persönlich, wie gesagt, kann ich viele neue Sachen ausprobieren. Also, dass ich
keine Ahnung, dass ich mehr zeichne, dass ich irgendwie, keine Ahnung, backe oder so, was ich in der Schulzeit normalerweise nicht die Zeit dafür hätte. Das stimmt schon. Das ist toll. Und zum Beispiel habe ich eine Freundin, die jetzt in dieser Zeit realisiert hat, was sie studieren möchte, Kunst studieren möchte, weil sie Zeit dafür hat, mehr zu zeichnen. Und für das finde ich es eigentlich schon schön, sowas zu erleben, weil das wird man, also das erlebt man nicht oft so im Leben, so eine Pause vom sozialen Leben. Ja. Super, sehr gut. Gibt es noch etwas ganz speziell, was du uns Erwachsenen ausrichten möchtest, wo du sagst, das sollen wir als Eltern oder als Lehrer, Lehrerinnen oder vielleicht auch Politiker, Politikerinnen, was wir anders machen sollen? Also ja, ich finde, man sollte uns mehr Bescheid geben von den Schulen aus, von den Lehrern aus, aber auch von den Politikern, also dass wir wissen, wie es weitergeht, wie das Schulsystem jetzt anders sein wird oder wie sich das jetzt weiterentwickelt wird, das Notensystem und so. Einfach, dass wir mehr wissen, auf was wir uns darauf vorbereiten müssen. Super. Vielen Dank, Carmen. Ja, dann hätte ich jetzt vorgeschlagen, wir machen einen Sprung von Vorarlberg vielleicht jetzt nach Wien. Und ich frage einmal den Gustav, ob er uns vielleicht ein bisschen was von sich erzählt. Genau, der Gustav sitzt gemeinsam mit dem Friedrich vorm Computer, genau. Und jetzt wird uns einmal der Gustav erzählen. Wie geht's dir? Wie schaut dein Alltag jetzt gerade aus? Also, mir geht's schon gut. Mit dem Lockdown, das finde ich jetzt schon nervig. Mein Alltag ist halt so, jeden Tag, man muss jetzt nicht früh aufstehen, um noch rechtzeitig in die Schule zu kommen. Also man kann ausschlafen. Aber der Alltag ist meistens sehr gleich. Also man wacht auf. Und dann muss man sich halt selber beschäftigen den ganzen Tag lang, macht seine Hausübung von der Schule aus. Und ja, das ist mal mein Alltag so in Lockdown-Zeiten. Ne? Und du hast auch ein paar Sachen uns schon vorher gesagt, die du auch vielleicht auch gut findest, jetzt zur Zeit gerade. So, dass die Musikschullehrerin oder Sportlehrer, was machen die mit dir jetzt zur Zeit? Wie siehst du die? Also, ich finde schon toll, dass meine Musiklehrerin und mein Sportlehrer von meiner Klasse, dass sie uns so Links schicken mit so Sachen zum Üben und Nachmachen. Und meine Musikschullehrerin hat schon mal so ein Video geschickt zum Nachsingen. Und das finde ich ja toll. Und ich kann mich jetzt auch erinnern, dass du uns gesagt hast, du hättest sogar eine Idee, dass man in der Schule einen Briefkasten einrichten könnte. Was für einen Briefkasten könnte man denn da einrichten? Naja, das hängt so damit zusammen, nämlich davor habe ich auch geschrieben, dass es so einen eigenen Politiker geben könnte, der den Kindern auf irgendeiner Radiofrequenz oder beim Fernsehen erklärt, was die anderen Politiker so über Corona, Lockdown und Entscheidungen reden oder einen Briefkasten geben kann, wo Kinder an die Politiker ihre Sorgen, Wünsche oder Ideen schicken können. Genau, super. Das heißt, du wünschst dir, dass ihr wirklich die Dinge gut erklärt bekommt, auch von den Politikern und Politikerinnen. Genau. Das ist ein cooler Wunsch, auch da so einen Briefkasten oder eben einen eigenen Politiker und Politikerin dazu haben. Ja, sonst noch etwas, was du uns noch gerne erzählen möchtest? Puh. Zu Weihnachten? Wisst ihr schon, wie Weihnachten ablaufen wird? Das wissen wir noch nicht so richtig. Wir feiern jedes Mal Weihnachten in Deutschland,
Aber wir wissen jetzt nicht, ob wir wegen Corona jetzt nach Deutschland fahren können und richtig Weihnachten feiern können. Mhm. Also deswegen drücke ich immer die Daumen, dass wir zu Weihnachten alles machen können, wie wir es immer gemacht haben. Super. Vielen Dank, Gustav. Wunderbar. Gut. Friedrich sitzt jetzt gleich daneben. Ja, Friedrich und Gustav, ihr teilt euch einen Computer. Friedrich, wie ist es bei dir? Ist es ähnlich wie beim Gustav oder wie ist es denn zu Hause? Ja, ganz ähnlich, halt nur es ist halt so, dass wir jeden Tag, also mit wir sind meine zwei Geschwister und ich gemeint. Wir stehen also auf, dann gibt es Frühstück, dann haben wir Freizeit eigentlich bis 8. Und um 8 hat dann meine große Schwester Videokonferenz und meine kleine Schwester und ich setzen uns an den Küchentisch und arbeiten halt eine Stunde, dann haben wir Pause. Wenn wir bis dahin nicht fertig sind mit den Hausaufgaben, gibt es dann noch die nächste Stunde. Und wenn wir bis dahin nicht fertig sind, wird es die nächste Stunde dann echt machen. Wünschst du dir eigentlich irgendwas, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, was anders zu machen? Was wünschst du dir? Eigentlich passt überhaupt nichts. Außer natürlich, dass vielleicht noch besser drauf geschaut wird, wie man rausgeht. Zum Beispiel nur noch mit Maske, wenn es gerade auf ganz rot ist. Auf grün immer noch mit Maske, immer in der Tasche. Und halt sehr gut aufpassen. Ja, danke. Ich möchte gleich weitermachen mit Pauline, weil auch Pauline hat viele Geschwister. Stimmt das, Pauline? Hast du 3 ältere Brüder? Jetzt geht's. Jetzt kann ich sagen. Ja? Hast du 3 ältere Brüder, Pauline? Ja. Mhm. Und geht's dir gut? Du bist ja in Tirol zu Hause. Und geht's dir gut mit deiner Mama und mit deinen Brüdern? Ja. Mhm. Und ich habe aber auch schon gelesen, dass es schwierig ist, dass du jetzt nicht die Hand geben sollst wegen Corona. Ist das so? Ja. Wie muss man denn das machen? Wie macht man das jetzt? Sagst du das? Vielleicht nur so kann das sein? Oder so? So. So macht sie ja das. Alles klar. Okay. Und ich habe auch gehört, du möchtest schon ganz gerne in die Schule gehen. Ja. Möchtest du Herz? Hast du was zum Herzeigen? Ja. Die Pauline hat ein Bild gemalt, wo sie am liebsten lernt oder wie sie am liebsten lernt. Sieht man das so? Ja. So. Mhm. Ja. Cool. In der Schule. In der Schule und mit vielen Kindern. Mhm. Und du wünschst dir auch was, gell? Du wünschst dir? Sagst du das? Also ich soll sagen, dass die Schule offen bleibt und dass sie mit den anderen Kindern in der Schule spielen und lernen kann. Mhm. Und nicht zu Hause mit mir. Mhm. Und spielen auch manchmal deine Brüder mit dir, Pauline? Ja. Gut. Damit das nicht ganz verloren geht, ja, das Spielen. Vielen Dank, Pauline. Vielen Dank auch an Mama Katrin. Und ja, wir hoffen auch, dass sie dann wieder offen ist, die Schule. Gut, dann werde ich jetzt von den Geschwistern, machen wir jetzt von Tirol den Sprung ins Burgenland. Lieber Raphael, du hast nämlich jetzt auch mehr Kontakt mit deinen Schwestern aufgrund der Krise. Ja, weil meine Schwester studieren schon alle beide in Wien und da sind sie jetzt halt mehr im Burgenland auch bei uns. Mhm. Und wie ist jetzt bei dir so ein Tag?
kannst du in die Schule noch gehen, ins Gebäude, oder bist du ganz nur zu Hause? Wie ist das bei dir? Wir haben so ein Konzept, dass wir in der ersten Woche gibt es so welche, bei uns in der zweiten Woche gibt es so welche Lerngruppen, so welche kleinen Lerngruppen. In kleinen Lerngruppen können wir halt so in die Schule, aber halt leider erst in der zweiten Woche. Mhm. Das heißt, jetzt bist du noch zu Hause ganz? Jetzt bin ich zu Hause. Und wie hast du da einen Kontakt zu deiner Lehrerin oder zu den anderen Kindern aus der Klasse? Zu meinen anderen Kindern aus der Klasse und meinen Mitschülern habe ich eigentlich gerade keinen Kontakt. Das finde ich auch schade, weil man kann halt nicht mit seinen Freunden spielen und so. Mhm. Und deine Lehrerin? Meine Lehrerin schreibt uns manchmal was, aber sonst habe ich eigentlich keinen Kontakt. Also du machst auch keine Videokonferenzen? Nein, sonst eigentlich nicht. Also heute eine Premiere auch für dich. Super. Du, und wenn du nicht Schule hast, normalerweise, also nicht zu Corona-Zeiten, was machst du dann auch noch? Dann würde ich Tennis spielen, weil ich bin in einem Verein in Oberpullendorf. Dort haben wir so einen Verein, da spiele ich dreimal die Woche Tennis. Und das geht jetzt leider auch nicht wegen Corona. Mhm. Alles klar. Und das geht dir auch ab? Ja, finde ich schon schade. Mhm. Sehr gut. Noch etwas, was du uns gerne erzählen möchtest, was du dir vielleicht von uns Erwachsenen noch wünschst, was wir anders machen sollen? Nein, eigentlich würde mir jetzt nichts anfallen. Okay, na, das freut uns ja auch. Vielen Dank, Raphael. Einen schönen Gruß ins Burgenland. Danke. Ja, bei wem machen wir jetzt weiter, Daniela? Ja, ich würde jetzt die Katharina. Ja, Katharina, ich weiß nicht, Katharina oder Kathi, gell? Wir haben Geht beides. Beides. Du bist, muss man sagen, ja schon fast erwachsen. Du bist ja schon 17 Jahre alt. Und du hast eine spezielle Situation, weil du kennst beides. Du kennst die Schule, also die Berufsschule, und eben auch den Betrieb, weil du Lehrling bist. Gedanken gemacht. Bitte, leg los. Also ich war bis gestern noch in der Berufsschule. Ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr, also habe jetzt die zweite Klasse Berufsschule fertig gemacht. Das ist auch in Hartberg. Und am Anfang waren wir Präsenzunterricht und die letzten 2 oder 3 Wochen war dann Online-Unterricht. Da haben wir hin und wieder außer Videokonferenzen gemacht oder sonst halt über Edo gearbeitet. Ich weiß nicht, ob das wer kennt. Da werden einfach Arbeitsaufträge eingestellt und die müssen dann halt erledigen und termingerecht abgeben. Und ab morgen bin ich dann wieder arbeiten. Und du hast ja auch Gedanken gemacht, also du findest ja nicht alles so super, ja. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, was dir einfach ein Anliegen ist und was dir einfach stört, ja. Ja, der erste Punkt, ich verstehe zwar, dass wir jetzt alle daheim bleiben müssen, weil wir das irgendwie auch in den Griff kriegen müssen, das ist eh verständlich. Nur gerade in meinem Alter zum Beispiel, jetzt ist gerade eine Zeit, wo man sagt, jetzt darf man für die Eltern aus länger fortbleiben oder länger weggehen oder irgendwas unternehmen, auch mit den Freunden, wo man jetzt nicht mehr diskutieren muss, dass man in 2 Stunden wieder daheim sein muss oder so, weil ich, wie gesagt, ja schon bald 18 wird. Und jetzt mit der Ausgangssperre, zuerst war sie nur bis 20 Uhr. Das ist eh noch gegangen, weil man sie ja trotzdem hin und wieder sehen hat können mit den Freunden, aber halt nur einzeln. Und jetzt ist halt gar nichts momentan. Ich bin jetzt, Gott sei Dank, darf ich in die Firma, weil wir in der Firma halt den Verkauf zugesperrt haben und nur im Büro weiterarbeiten. Jetzt komme ich zumindest ein bisschen aus dem Haus aus, aber wenn jetzt nur daheim gewesen wäre, würde es mich jetzt auch nicht unbedingt stören, weil ich mich eh gut mit meiner Familie auch verstehe. Und was ich ganz extrem finde, ich bin hin und wieder jetzt mit meiner Mutter und mit meinem Papa einkaufen gegangen. Und das ist mir extrem aufgefallen, egal was man gekauft hat. Die Leute schauen einfach nur mehr in den Einkaufswagen und scannen das Ganze und schauen drüber, was man kauft und behandeln dann völlig wie ein Verbrecher. Das heißt, ich finde, die Mentalität von den Personen hat sich einfach extrem verändert. Genau, das Beispiel, gell, mit dem Klopapier, so wenn man... Genau.
eine Freundin von mir, die haben ein Autohaus. Und die waren mit ihrer Mutter eben für die Firma Klopapier kaufen und haben halt in einer Firma brauchst logischerweise mehrere Klopapier, eben für die Mitarbeiter und auch für die Kunden. Und in einer Werkstatt haben sie logischerweise auch noch dabei und einen Verkauf. Und da braucht man schon einen Haufen Klopapier. Und dann haben sie halt einige Rollen gekauft. Und die Leute haben sie einfach angeschaut, als wären es die letzten Verbrecher. Und das finde ich einfach nicht in Ordnung, weil keiner weiß ja, für was man das Ganze braucht. Und wenn es wer zum Basteln verwendet, nimmt es zum Basteln. Also ich finde, es hat keinen Grund dafür, dass man wen verurteilen darf oder solche Blicke auf einen werfen darf. Weil da fühlt man sich dann auch nicht mehr wohl beim Einkaufen. Was würdest du dir von den Erwachsenen wünschen? Ja, ich finde, das hängt recht viel zusammen mit der Politik, weil wenn die Politiker mal klare Ansagen machen würden, was man jetzt darf und was man nicht darf, dann würden das die erwachsenen Leute auch wieder besser verstehen und dann könnten sie sich auch wieder besser an die Regeln halten und eher ein Vorbild für uns Jugendlichen sein. Und da finde ich, nicht nur die Erwachsenen sollten mehr Verständnis sagen an die Politik, weil die wissen ja auch nicht wirklich, was man jetzt, also was das Richtige ist und wie man das richtig lösen kann, weil das für uns alle neu ist, das Coronavirus, mehr oder weniger, außer das halt im Frühjahr. Deshalb würde ich mir ehrlich gesagt für die Politiker mehr wünschen, dass die da klare Ansagen machen und uns sagen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, wodurch dann die Eltern halt auch wieder sagen können, okay, so kann ich das meinen Kindern sagen, was machen wir richtig und wie sollte man es eigentlich nicht machen. Weil die anderen sagen ja wieder, das merke ich ja beim Matura-Kurs, für die Lehrer, da habe ich zwei verschiedene Kursleiter und der eine ist extrem streng und sagt, wir müssen uns an das halten, wir müssen regelmäßig lüften und hin und her. Und der andere sagt, er glaubt an das Ganze nicht und sieht es eher lockerer. Also unser Matura-Kurs ist jetzt auch wieder online, weil es einfach nicht anders geht über das BFI. Aber das, ja. Also ich finde, klare Ansagen wären wichtig und ein Vorbild für die Kinder zu sein und sie an die Regeln zu halten. Ja, super, vielen Dank. Danke, Arge, an dieser Stelle. Also dein Chef hat dir heute eben freigegeben. Ich glaube, das kann man auch den Schulen aussprechen, dass ihr heute teilnehmen könnt. Das ist super und es ist toll, dass du da mitmachen kannst und nicht im Betrieb sein musst, Kathi. Danke. Dankeschön. Ja, dann sehe ich da schon jemanden, der auch, glaube ich, sehr gerne uns was erzählen möchte und ein bisschen ungeduldig wird. Maxi. Hallo, Maxi. Hallo. Erzähl uns einmal, wer bist du, was machst du, wie geht's dir? Mir geht's mit Corona nicht so gut. Ich kann meine Freunde nicht mehr sehen. Ich habe, also in meiner Schule läuft das so ab, es gibt Betreuungen und dort bin ich Gott sei Dank. Heute wäre ich eigentlich in der Schule, aber wegen der Pressekonferenz nicht. Und eigentlich hat sich viel, viel verändert. Und wir können nur mit Erwachsenen mehr raus. Alleine kann ich nicht mehr mit meinen Freunden raus. Und das finde ich sehr, sehr schade. Hm. Und wenn du rausgehst, was machst du dann? Wo gehst du dann hin? Ich gehe öfter wandern. Mit meinen Geschwistern, mit vielen Erwachsenen, ganz viel, meistens. Und von Wien bis manchmal auch nach Niederösterreich. Ich wandere nicht, sondern ich fahre und dann wandere ich dort 4-5 Stunden und dann bin ich kaputt und ja. Okay. Also viel, viel in der Natur, viel im Wald dann auch unterwegs, ja. Oder? Genau. Und was wünschst du dir, was wir Erwachsenen jetzt auch noch vielleicht anders machen könnten? Oder wünschst du dir was von Politikern und Politikern? Ja, von einer Politikerpartei. Von der FPÖ, dass sie nicht so rassistisch sein sollen. Okay. Danke. Ja, gibt es noch etwas, was du uns noch sagen möchtest? Eigentlich nicht. Super. Vielen Dank, Maxi. Dankeschön.
Gut, ich weiß, wer noch viele Hobbys hat, nämlich die Fini. Stimmt das, Fini? Ja. Ich mag gerne reiten, tanzen, ja. Und ich gehe auch beim Samariterbund. Ja, mein Schwimmen gehe ich jetzt gerade nicht, das bin ich mal gegangen, aber ja, Film mag ich auch so gerne. Und wie ist es jetzt? Also wie geht es dir jetzt? Wie kann man sich das vorstellen? Mir geht es eigentlich gut bis darauf, dass mein Papa leider jetzt nicht hier ist, weil mein Papa leider, wenn er Corona bekommen würde, dass der gefährlich für ihn wäre. Und deswegen ist er leider gerade in unserem Ferienhaus, deswegen sehe ich ihn jetzt nicht jeden Tag. Aber ja, ich möchte mittlerweile auch wieder zu Hause. Meine Schwester auch, die ist schon 16 und deswegen kann ich auch hier bleiben, zu Hause. Und ja, meistens schlafe ich bis 7 jetzt, dass ich mich ungefähr wieder ungefähr an das gewöhne, dass ich jetzt, wenn dann wieder die Schule losgeht, dass ich dann nicht ganz zusammenbreche, wenn ich aufstehen muss. Und ja, meistens stehe ich auf, mache mich fertig, manchmal frühstücke ich etwas und ja, und dann lerne ich meistens was den ganzen Tag, weil ich meine, nein, so richtig sagen, wir haben jetzt auch nicht so wirklich Hausaufgaben, weil ich in einer Schule bin, wo das nicht so ist. Aber wir haben natürlich schon was mitbekommen. Und ja, meistens ist mir eh den ganzen Tag langweilig, dass ich dann lieber lerne, statt die ganze Zeit jemand zu ärgern, was soll ich jetzt tun? Und du hättest schon auch Wünsche an Erwachsene zum einen und an die Politik auch, gell? An Politiker und Politikerinnen. Ja. Ich meine, erstens, ich finde es wichtig, dass man auch die Kinder fragt, was sie wollen, ob die mitmachen wollen, weil ich finde, Kinder sind auch sehr wichtig. Und ja, aber was ich mir auch sehr wünsche, ist, dass nicht, meistens sind die Nachrichten meistens, es gibt vielleicht Corona-Nachrichten, aber da kommen dann meistens auch dann noch so Verbrechen und sowas, dass dann die Kinder nicht schauen sollen. Das verstehe ich auch, okay. Aber dann, wenn wir in der Schule sitzen zum Beispiel, reden wir vielleicht manchmal darüber, wie es so ist ungefähr, aber jetzt nicht wirklich viel. Und da finde ich wichtig, dass es auch mal irgendwie, vielleicht nicht so spät am Abend, aber dass man irgendwie am Abend oder so, wenn man nach der Schule ist, dass man irgendwie so herkommen kann, dann irgendwas im Fernsehen schauen kann, was aber dann, wo man es genau weiß, dass die, kann man sagen, die Erwachsenen erfahren, aber so, dass es auch die Kinder merken. Weil ich habe noch kein Smartphone und kann nicht im Internet irgendwas anschauen. Und ich habe in meiner Klasse auch nicht alle ein Smartphone. Und da fände ich wichtig, dass es ihnen eine Möglichkeit gibt, wo man auch viel über Corona, kann man sagen, weiß, nur nicht, ich meine, so, dass man auch so sieht und nicht nur die Lehrer, die das erklären. Und das heißt, also eben mit diesen technischen Geräten, das hast du ja auch schon geschrieben, dass das gar nicht so leicht ist, ja, dass jeder so ein technisches Gerät hat, was jetzt auch die Schule betrifft, die Aufgaben betrifft. Ja, weil ich bin jetzt gerade, ich habe noch nicht wirklich einen Computer und auch kein Smartphone, nur ein Tastenhandy. Und ich bin jetzt gerade bei meiner Tante und ja, das ist jetzt schon schwer, weil ich muss zum Beispiel eine Anton-App oder Lern-Apps machen und meine Schwester braucht die, weil die hat fast jede 5 Minuten ein Meeting. Meine Mama muss arbeiten und wir haben nicht so viele elektronische Geräte im Haus, dass jeder das machen kann. Und da finde ich auf jeden Fall wichtig, dass man vielleicht jetzt, bei uns in der Schule ist es so, dass wir in der 5. Klasse einen Computer bekommen. Aber was ich mir wünschen würde, dass wir schon in der 1. einen Computer bekommen. Ich dachte, okay, dann vielleicht in der 2. Aber so früher, dass man wenigstens, ja, dass man sowas machen kann. Weil man braucht jetzt wirklich, jetzt merke ich es auf jeden Fall, dass man bei vielen Sachen einen Computer jetzt schon braucht. Und auch, aber dass die Computer kostenlos sind. Das heißt, dass sie nichts kosten, weil ja, es können sich nicht alle leisten. Und das finde ich dann blöd, wenn sie dann keinen bekommen. Weil ich kenne ein paar in meiner Klasse, die sind nicht wirklich jetzt so reich, kann man sagen. Und die finde ich dann schon arm, wenn die dann keinen haben und die dann mit jemandem teilen müssen, wenn sie Glück haben.
Ja, vielen Dank. Gibt es noch etwas, was du zum Abschluss sagen möchtest? Ja, ich möchte jetzt nicht nur sagen, dass Erwachsene Fehler machen. Ich finde auch, dass die Erwachsenen, auch die Politiker und so, auch ganz viele Sachen machen, die toll sind. Deswegen möchte ich auch, dass sie mal gelobt werden ein bisschen. Das ist sehr nett von dir. Vielen Dank. Dankeschön. Gut, ja dann machen wir wieder einen Sprung nach Vorarlberg. Da fehlt uns noch Julia. Julia, was dürfen wir von dir erfahren? Ja, also bei mir ist das auch so. Mein Alltag ist ziemlich derselbe immer. Ich sitze sehr viel vor dem Computer und vor allem da wir Online-Unterricht haben, also wir haben Livestreams in allen Fächern und zusätzlich bekommen wir noch Arbeitsaufträge, die wir als Hausaufgaben beenden müssen, falls wir es nicht schaffen. Also kann es schon sein, dass ich den Vormittag und den Nachmittag am Computer sitze und nur zum Essen aufstehe. Bei mir ist es auch so, zum Glück haben wir alle einen Laptop, also wir sind drei Geschwister und wir können alle von zu Hause aus arbeiten, aber wir haben nicht genug Räume. Ich muss im Wohnzimmer arbeiten. Und es ist schon sehr viel Stress. Ich habe auch das Gefühl, dass es sehr viel Stoff ist dafür, dass wir gefühlt weniger lernen. Und man hat auch das Gefühl dadurch, dass man sich die Zeit selber einteilt. Also ich habe immer das Gefühl, dass ich dauerhaft produktiv sein muss. Und immer wenn ich eine Pause mache, dann fühle ich mich so, nein, jetzt sollte ich eigentlich lernen oder ich hätte eigentlich noch Hausaufgabe und dadurch fühle ich mich immer schlecht oder bin die ganze Zeit am Arbeiten. Ich habe auch das Gefühl, dass es bei Lehrern, also zumindest bei meiner Schule, zu wenig Kommunikation gibt. Das heißt, dass sehr viele Fächer uns oft viel Hausaufgaben geben gleichzeitig und sich da nicht wirklich absprechen, wo wir viel zu tun haben. Und das wäre sehr angenehm. Außerdem, also ich merke bei mir selber, obwohl ich normalerweise nicht so viel mit Freunden unternehme, aber jetzt merke ich auch, dass es mir nachgeht und ich bin es normalerweise einfach gewöhnt, dass ich zumindest in der Schule meine Freunde sehe und jetzt merke ich einfach, dass mir das fehlt. Ich kann mit ihnen telefonieren und alles, aber mir fehlt einfach dieser Kontakt und ich denke, dass für viele andere auch so ist. Auf der anderen Seite wiederum fehlt mir zu Hause der Rückzugsort, alleine zu sein, weil einfach ständig immer jemand zu Hause ist und ich nie wirklich alleine bin. Und ja. Wunderbar. Hast du ganz, ganz eindrücklich erklärt auch. Ja, super. Ich habe noch Positives. Also dadurch, dass wir quasi alle in diese Lage gezwungen wurden, also mit dem Online-Learning, denke ich auch, dass Lehrer und auch wir besser mit technischen Geräten werden. Und ich hoffe, dass diese Chance vielleicht auch nach dem Lockdown genutzt wird. Also dass technisch besser wird. Und dass ich keinen Schulweg habe, ist auch nicht schlecht. Wie lange dauert der normalerweise, dein Schulweg? Also ich brauche eine Stunde in die Schule mindestens. Okay, alles klar. Das ist eine Erleichterung, definitiv. Ja. Okay, vielen Dank, Julia. Dankeschön. Ja, Johanna, du bist gleich alt wie Julia. Du bist in Wien. Vielleicht möchtest du ein bisschen erzählen, wie es dir geht. Ja, also ich glaube, mir geht es wie sehr vielen anderen. Es ist sehr viel Stress und ich finde, mein Leben zumindest besteht jetzt aus mehr Schule als normalerweise. Und das finde ich aber dann gleichzeitig auch, dass man irgendwie mehr macht, aber weniger lernt dabei. Weil, also damit meine ich jetzt gar nicht nur dieses Lernen an sich, sondern auch dieses Voneinanderlernen und einfach diese Gemeinschaft, das fehlt einfach. Und ich glaube, also es gibt Tage, an denen sitze ich dann noch 6 Stunden vor irgendwelchen Videokonferenzen und danach muss ich dann noch Aufgaben machen und das
das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf Dauer irgendwie nichts macht mit Kindern und Jugendlichen. Also ich denke schon auf jeden Fall, dass das irgendwie eine Auswirkung hat. Und also ich habe auch zum Glück das Glück, dass ich mein Zimmer habe, in dem ich arbeiten kann und in dem ich sein kann. Und ja, also ich finde es auch eigentlich, ich finde es traurig, dass es jetzt erst irgendwie, also dass jetzt erst wirklich realisiert wurde, wie viele Probleme es eigentlich gibt im Schulsystem, weil ich finde, das ist total veraltet und es gibt es jetzt erst durch so eine Krise merkt man erst, wie viele Probleme es da eigentlich gibt. Und ich hoffe, dass das irgendwie danach weitergeführt wird. Also dass die Politiker da mal erkennen, dass sie da irgendwas machen müssen, weil ich finde, also, so wie es vor dem Lockdown war, finde ich auch, also ich finde, das kann so nicht irgendwie weitergehen, weil es wurde einfach der Kontakt verloren zu vielen Schülern und es gab einfach viele auch Unklarheiten. Also es war irgendwie immer auch unklar, was jetzt als nächstes passiert. Und gerade in unserem Alter, wo man sich vielleicht auch Gedanken macht über die Zukunft und was man vielleicht machen möchte und wo man irgendwie ja neue Sachen erlebt und neue Interessen vielleicht auch entdeckt, und das geht halt jetzt alles nicht. Und deshalb finde ich das finde ich schwierig, weil man einfach, also ja, normalerweise, wenn man Erwachsene fragt, denken gerne an ihre Jugend zurück, und irgendwie, ich finde, so ein Jahr oder ein Dreivierteljahr jetzt, das macht total viel aus in unserem Alter. Also ich denke, das macht einen riesen Unterschied, ob man jetzt in dieser Situation in unserem Alter ist oder ob man jetzt, keine Ahnung, 40 Jahre alt ist und ein geregeltes Leben hat, oder ob man jetzt jung ist und eigentlich gern Sachen erleben würde und noch nicht wirklich vielleicht weiß, was man gut kann oder was man machen möchte. Und ich glaube, da macht einfach so ein Jahr sozusagen Pause einen riesen Unterschied zu Erwachsenen. Gibt es etwas, was du dir vorstellen kannst, was man wirklich verbessern und ändern kann? Also wenn du jetzt dir das wünschen kannst von Seiten Erwachsenen oder Politik? Ja, also ich hätte mir generell, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich hätte mir generell einfach ein bisschen mehr Verständnis gewünscht von Anfang an, weil ich finde, es hat irgendwie so gewirkt, als wäre es einfach zum Beispiel im März, als der erste Lockdown war, so gewesen, ja, wir schließen die Schulen und das ist gut so, also damit ist es sozusagen geregelt, aber ich finde, damit haben eigentlich erst total viele Probleme angefangen. Also ich finde, das war eigentlich erst der Grund dafür, warum dann viel auch schiefgelaufen ist, weil ich finde, da haben die Politiker nicht so auf die Kinder geachtet, weil da stand also natürlich das Gemeinwohl, wenn man das so sagen kann, auch im Vordergrund, aber ich finde, da sind die Kinder und Jugendlichen ein bisschen untergegangen, was ich schade finde, weil eigentlich finde ich, dass man genau Kinder und Jugendliche mehr mit einbeziehen sollte, weil es ja auch irgendwann so sein wird, dass die dann die Politiker sein werden. Und ich finde, wenn man da schon als Kind so einen Eindruck bekommt, dass einem das eigentlich nichts angeht oder dass man da eh nicht irgendwie gehört wird und dass man da eh nichts zu sagen hat, dann finde ich das schade, weil eigentlich finde ich das genau die falsche Message sozusagen. Mhm, ja, das heißt, du würdest dir jetzt auch mitnehmen, könntest du einmal das entscheiden, dann fragst du Kinder und Jugendliche. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Danke. Okay. Ja, dann setzen wir das fort. Wir fragen ja euch, Kinder und Jugendliche, Joelle aus Wien noch. Wir bitten dich um deine Erzählung, wie es dir geht. Was brauchst du? Ja, okay, also ich finde persönlich, der Lockdown ist gut, auf jeden Fall auch notwendig, weil die Corona-Zahlen einfach extrem hoch sind. Ich stehe normalerweise um 7 Uhr auf, um 8 Uhr haben wir immer sofort Konferenz. Also das ist ein bisschen anstrengend, das Frühaufstehen, wenn man schon zu Hause ist. Ich habe tatsächlich sehr viele Online-Konferenzen und ich glaube auch, dass ich mehr Zeit mit der Schule verbringe, also mit meinen Arbeitsaufträgen, als ich es in der Schule machen würde. Aber gleichzeitig ist es auch deutlich angenehmer als das, was ich in der Schule mache. Und deswegen finde ich persönlich, ist der Lockdown eigentlich sehr angenehm. Was ich halt nicht so cool finde, ist, dass ich mich halt auch mit meinen Freunden nicht treffen kann. Normalerweise spiele ich mit meinem besten Freund jedes zweite Wochenende eine Partie Risiko. Geht nicht. Ich kann auch nicht vorbeikommen, Nerf-Schlachten machen. Geht halt alles nicht. Und das finde ich sehr schade. Aber ich schließe auch neue Freundschaften übers Internet.
Und weil du uns ein bisschen auch vorher schon geschildert hast, wie ist das mit der Wertschätzung von Lehrern und Lehrerinnen? Was ist dir da aufgefallen oder wichtig? Okay, also ich denke jetzt, dass in der Corona-Zeit, also Lehrer machen immer einen verdammt schwierigen Job. Und ich denke auch, dass die sehr viele Überstunden machen, teilweise bis in die Nacht hinein arbeiten. Aber jetzt zur Corona-Zeit arbeiten sie noch mehr. Zumindest habe ich das von Erzählungen auch so gehört. Und es ist für die Lehrer sehr schwierig, weil sie tausende Schüler anschreiben, die irgendwelche Technikprobleme haben. Da müssen sie die Arbeitsaufträge vorbereiten, die Arbeitsaufträge kontrollieren, rechtzeitig zurückgeben. Dafür werden sie einfach auch von der Politik nicht genug wertgeschätzt. Lehrer sind, finde ich, genauso wichtig wie Sanitäter oder Ärzte, verdienen aber deutlich weniger als Sanitäter oder Ärzte. Und das ist natürlich auch eine Ungerechtigkeit da. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ich würde sagen, wir haben jetzt, ich hoffe, wir haben das gut im Blick, wir haben alle Kinder und Jugendlichen jetzt zu Wort kommen lassen. Jetzt darf ich noch die Runde eröffnen, wo die Journalisten und Journalistinnen gerne Rückfragen stellen können. Und ich würde sagen, dass sie sich melden und dann eben sagen, an wen sie gerne eine Frage stellen möchten. Ich weiß jetzt nicht, ob das funktioniert, ob ich gehört werde. Ja, wir hören Sie, aber wir sehen Sie nicht. Ah, okay. Also ich bin da leider noch nicht so toll unterwegs wie meine Tochter, technisch. Okay, aber gut, dass Sie mich hören. Mein Name ist Susanne Zitter. Ich schreibe für die Kronenzeitung. Es tut mir sehr leid, ich konnte erst verspätet am Zoom-Meeting teilnehmen. Mhm. Mich würde sehr interessieren, und ich fand das jetzt sehr schön von Joelle, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, diese Wertschätzung gegenüber den Lehrern. Ich möchte gerne Joelle vielleicht gleich fragen, was macht für dich einen guten Lehrer aus? Und vielleicht auch ein anderes Kind, das sich zu Wort melden möchte, haben euch die Lehrer auch sehr gut emotional unterstützt, sprich, dass sie euch auch erklärt haben, das ist jetzt eine schwierige Zeit, das ist jetzt wieder eine große Umstellung, aber wir schaffen das und wir sind ein großes Team, auch wenn jedes Kind jetzt für sich zu Hause sitzt. Ja, also einen guten Lehrer macht für mich vieles aus. Ein guter Lehrer widmet sich seinen Schülern und macht den Job mit Hingabe und versucht, sich auch in die Schüler reinzuversetzen und erklärt es auch, wenn es sein muss, jedem einzelnen Schüler nochmal. Unsere Mathe-Professorin, die hat mir zum Beispiel geholfen, die hat sich ein Jahr lang jede große Pause mit mir zusammengesetzt und mit mir das Schreiben geübt, weil ich extrem schlampig geschrieben habe und das keiner lesen konnte. Und das macht für mich eben auch gute Lehrer aus, dass sie sich auch um einzelne Schüler kümmern und nicht einfach nur in die Klasse reingehen, Aufgaben aufschreiben, rausgehen. Dankeschön. Gibt es noch einen anderen Sprecher, Sprecherin hier, die gerne noch was sagen möchten zu der Rolle von den Lehrern und Lehrerinnen? Von den Kindern? Ich könnte nur was auf der Berufsschule noch dazu sagen oder über Matura-Kurs, weil da haben wir auch mit den verschiedensten Kursleitern geredet, was sie dazu sagen. Super, bitte, bitte. Und zwar in der Berufsschule bei uns war es jetzt so, wir waren ja Gott sei Dank im größten Teil, also 2/3 von unserem Stoff haben wir jetzt Gott sei Dank im Vorhinein schon erledigen können, in der Schule mit den Schularbeiten. Somit haben wir von zu Hause aus dann wirklich nur mehr 1/3 ungefähr gehabt, was wir aufarbeiten haben müssen. Und da haben die Lehrer auch zu uns gesagt, da machen wir einfach das Beste draus und wir kriegen das schon hin. Und bei uns ist es ja so, dass wir eigentlich in einem Alter sind, wo so gut wie jeder ein Smartphone oder
einen Computer zu Hause hat und jeder sich mit den technischen Sachen ziemlich gut auskennt. Deshalb haben wir da wenig Schwierigkeiten gehabt. Es, natürlich hin und wieder ist es echt nervig, wenn die App oder so aussetzt, aber da haben die Lehrer natürlich Verständnis gesagt und da haben sie gern per E-Mail nachschicken können oder so. Und was ich auch ganz wichtig finde, dass ein Lehrer auf die Schüler eingeht. Also nicht, dass er die ganze Zeit nur den Stoff overratet, so wie er das vor 20 Jahren schon gemacht hat, sondern jede Klasse ist unterschiedlich und jeder Schüler ist anders. Und ich finde, es ist ganz wichtig, dass die Lehrer da auf die Schüler mehr eingehen. Vielen Dank. Danke, Katharina. Ja, sonst von den Journalisten und Journalistinnen noch Fragen? Wie mache ich das jetzt? Hallo? Ja, wir hören dich. Ah, ich hätte eine Frage an den Gustav, der am Anfang erzählt hat oder vorgeschlagen hat, dass es so einen Briefkasten gibt, wo Kinder und, oder Jugendliche oder Kinder und Jugendliche ihre Wünsche an Politiker, Politikerinnen einwerfen könnten. Was wäre dein wichtigster Wunsch oder vielleicht mehrere Wünsche an Politiker, Politikerinnen, die du in so einen Briefkasten einwerfen würdest? Also ich hätte jetzt gerade eigentlich noch keine Wünsche. Ich finde, die machen das schon gut mit dem jetzt mit dem Lockdown. Aber vielleicht irgendwann hätte ich mal irgendwelche Wünsche an die Politiker. Aber jetzt gerade habe ich irgendwie keine Wünsche. Ja, und vielleicht auch außerhalb von Corona, weil eigentlich zirkuliert jetzt oder dreht sich jetzt alles mehr oder minder nur rund um Corona, was natürlich uns alle sehr betrifft. Aber es gab ja auch schon eine Zeit vor Corona. Gab es da oder hättest du da Wünsche gehabt? Also irgendwie, ich hätte eigentlich gar keine Wünsche gehabt. Ich finde einfach, das machen die schon gut. Ich habe eigentlich keine Wünsche. Okay. Trotzdem habe ich diese Idee gehabt und habe hingeschrieben, dass die für andere Kinder, dass sie auch, vielleicht hätten die ja andere Kinder Wünsche und oder Sorgen, und die können sie dann schicken. Danke sehr. Und dann noch eine Frage an die Katharina. Welche Ausbildung oder welchen Beruf erlernen Sie? Ich bin im Einzelhandel tätig und habe mich auf die Einrichtungsberatung spezialisiert und arbeite in einem Küchenstudio in Keimdorf. Das heißt, genau. Sie haben zuerst gesagt, bei Ihnen ist ja der Verkauf quasi geschlossen. Genau, ich bin hauptsächlich für die Planung zuständig. Das heißt, es betrifft mich jetzt nicht so. Ich meine, ich habe sonst auch teilweise Verkaufsgespräche mit meinem Chef gemeinsam. Aber jetzt haben wir halt einfach das Geschäft zugesperrt, sind halt trotzdem in der Firma, arbeiten die Planungen auf. Weil jetzt dadurch, dass ich jetzt Berufsschule war, wir sind nur zu zweit als Lehrlinge und mit dem Chef und was die Sachen halt machen. Und da ist jetzt sowieso ein Haufen liegen geblieben, weil ich jetzt knapp 3 Monate nicht in der Firma war. Also und das ist so geblockter Beruf. Ist das so genau. Quasi der geblockte Berufsschule? Genau, ja. Und Sie machen Lehre und Matura? Lehre mit Matura mache ich, genau. Ja, cool. Und jetzt im Jänner haben wir schon das erste Fach zur Matura, das ist bei uns in dem Fall Deutsch. Und im Juni oder Juli haben wir dann schon die Englisch-Matura. Mhm. Ist das aber jetzt dann schwierig, wenn die Matura-Vorbereitung nur alles online ist? Oder? Also ich muss ganz ehrlich sagen, unser Deutschkurs, das ist relativ schwierig, weil das mit der Technik nicht immer so ganz gut hinhaut. Und es ist halt auch schwierig, wenn wir jetzt die verschiedensten Textsorten durchmachen und der sagt uns, auf was wir genau schauen müssen. Es tun wir uns im Unterricht selber halt leichter, weil dann sagt uns das und wir können direkt nachfragen. Und so machen wir das hauptsächlich über Chat und meistens nur ganz kurze Videokonferenzen. Und da kriegen wir dann auch Arbeitsaufträge, was wir machen sollen, was wir zwar im Präsenzunterricht schon gelernt haben. Aber die neuen Sachen, also jetzt gerade kurz vor der Matura, weil Jänner dauert ja nicht mehr so lang, kurz vor der Matura würde ich es was besser finden, wenn wir Präsenz hätten, weil man sich dort auch besser konzentrieren kann.
vor allem jetzt mit der Berufsschule, bei mir war es so, ich bin jetzt eigentlich fast den ganzen Tag nur vom Computer gesessen, was mir jetzt wirklich stört, weil ich in der Firma auch hauptsächlich vom Computer bin. Aber wenn ich dann am Abend auch nochmal 3,5 oder 4 Stunden vor dem Computer sitzen muss, das war dann schon echt anstrengend. Danke sehr. Anna. So, jetzt sehe ich auch, jetzt hat sich auch schon jemand verabschiedet von der... Darf ich noch eine Frage stellen? Genau, deswegen wollte ich jetzt bitten, gerne für noch die letzte Chance zu nutzen, weil wir sogar von unseren Sprechern und Sprecherinnen hier, Johanna zum Beispiel, muss Referat gleich dann auch halten, wieder im Online. Ich mache es ganz schnell. Danke. Es haben einige gesagt, sie arbeiten eigentlich mehr für die Schule, aber es kommt, also sie wenden mehr Zeit auf, aber sie haben das Gefühl, sie lernen weniger. Womit hängt denn das zusammen? Oder warum ist das so? Oder was lernen sie weniger? Ja, also wenn ich die Frage gerne beantworten darf. Es ist sehr viel so, dass die Arbeitsaufträge oder was wir jetzt halt zu Hause machen können, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, aber nicht wirklich mehr Stoff durchbringen. Also in der Schule können wir in den Stunden sitzen, müssen nicht ständig etwas schreiben, sondern können auch mal zuhören, machen, keine Ahnung, Referate oder Präsentationen, irgendwas und lernen dabei auch was. Aber hier zu Hause haben wir halt oft Texte zu schreiben oder andere Aufgaben, die halt sehr zeitaufwendig sind, aber nicht mehr Stoff dadurch vermitteln. Mhm. Danke. Gut. Alle Fragen beantwortet? Ich hätte noch eine Frage. Ich glaube, das war jetzt... gesprochen hat jetzt die... Zuletzt hat jetzt die Julia gesprochen. Die Julia aus Vorarlberg, genau. Genau. Julia, warum kann man eigentlich keine Referate halten? Oder warum macht ihr das nicht? Das müsste doch auch möglich sein, oder? Also, ich weiß nicht, wie es an anderen Schulen ist. Theoretisch wäre es möglich. Bei uns ist es nicht wirklich üblich. Wir machen keine Referate. Und ja... Also ich bin mir sicher, dass es schon geht, aber es hat auch nicht den gleichen Wert, finde ich, wie ein Referat vor der Klasse, weil man bei Referaten auch präsentieren lernt und von Menschen reden lernt und das wird nicht so ganz vermittelt über Teams oder Zoom oder so. Mhm. Gut, ich finde, das war jetzt ein gutes Schlusswort auch noch. Julia, ihr habt das alle nämlich großartig jetzt über Zoom gemacht. Also wirklich ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank an euch. Also in der Vorbereitung habe ich nicht geahnt, wie bereichernd und toll das einfach von euch sein wird. Ihr habt so verschiedene Dinge uns erzählt, die alle wichtig sind. Und ja, nochmal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, auch für die Vorbereitung, dass ihr jetzt da dabei wart, dass ihr mutig wart, das auch einer Öffentlichkeit zu sagen. Und ja, in diesem Sinne vielen Dank und euch allen alles, alles Gute für die nächsten Tage, Wochen, auf ein schönes Weihnachtsfest hoffentlich. Und ja, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Thank you.